Ein großartiger Ort, voller historischer Erinnerungen, ein Treffpunkt von Kämpfern und brillanten Persönlichkeiten. Die Kirche von Ajoy Anagaroy in der Nähe des Platzes der Helden im Stadtviertel Psyri spielte in den Jahren der osmanischen Herrschaft und des Freiheitskampfes eine zentrale Rolle. Der Bau der Ajoy Anagaroy geht auf das 11. Jahrhundert zurück und war ein seltenes Beispiel für eine Kirche in Griechenland, die zum architektonischen Typus der komponierten vierkonkaven kreuzförmigen Kirche mit einer doppelt gewölbten Kuppel gehörte. Sie hatte eine zweistöckige Kuppel. Die Ikonostase aus Marmor ist niedrig, dreiteilig und hat einen erhöhten Mittelteil. Sie trägt die Ikonen des heiligen Nikolaus, des heiligen Eleftherios, der heiligen Anagaroi, der Jungfrau Maria, des heiligen Johannes des Täufers, des heiligen Karalambos und des heiligen Stylianos. An den Seitenwänden befinden sich ganzleibige Heilige und andere Szenen. Insgesamt sind 8 Wunder der heiligen Anagaroi in kleinen Dimensionen abgebildet. In der Nische ist die Jungfrau des Himmels dargestellt, in der Kuppel natürlich der Pantokrator und die 4 Evangelisten in den Wappen.